zum Glück sind Hauskaninchen dabei weniger laut. Sonst hätten die Freitags jetzt vermutlich auch noch ein Problem mit den Nachbarn. So haben sie nur das Problem der Überbevölkerung in ihrer Wohnung. Und er ist der Schuldige. Schneeflöckchen Orictolagus cuniculus forma domestica. Ein Hauskaninchenbock, der eigentlich ein Weibchen sein sollte. Ja, und dann habe ich bei Obi angerufen. Dann wollten die den Hasen zurücknehmen. Haben dann gesagt, sie nehmen den selbstverständlich zurück. Und dann haben wir aber gesagt, das können wir nicht machen, weil sie schon am Weinen war, meine kleine Tochter. Ja. Und dann haben wir ihn behalten, haben wir ihn kastrieren lassen. Und Obi ist uns da auch entgegengekommen und hat dann uns einen Gutschein über die Kastration gestellt. So ist wenigstens die weitere Vermehrung ausgeschlossen. Jetzt mit den ganzen kleinen Kaninchen, wie findest du das denn? Nicht so gut. Was? Nicht so gut. Ist zu viel, ja? Dann rief jemand aus der Fachabteilung nochmal an und er hat mir dann also 25 Euro geboten für 15 Hasen. 15 Hasen würde also abnehmen und würde uns 25 Euro dafür geben. Worauf ich dann erwidert habe, wir haben für den einen Hasen 35 Euro bezahlt. Also da sollten wir doch gucken, da wir wenigstens 10 Euro oder so pro Hase kriegen. Das wäre angemessen. Zumal mich die Nachbarschaft schon angesprochen hat, ob wir ein Pferd im Garten hätten oder so, weil wir also immer große Kartons mit Stroh rangeschleppt haben. So, knattergeile Karnickel kosten richtig Geld. Es hilft nichts, die müssen weg. Aber essen wollen die Freitags die Tierchen nicht. Und anderen gönnen sie auch keinen Kaninchenbraten. Wir haben auch schon überlegt, ob wir eine Zeitungsannonce setzen, junge Hasen zu verschenken. Nur die Problematik ist dann, dass die meisten Reptilienbesitzer sich dann melden und kommen dann und haben dann Billigfutter für ihre Schlangen und Krokodile und was es da so alle gibt. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, also wir sind gerne bereit, sie abzugeben, auch an sich jetzt unentgeltlich, wenn sie jemand nimmt, wenn sie in gute Hände kommen. Andernfalls Prozess am Hals. Tatsächlich gibt es Rechtsanwälte, die wegen kleiner Karnickel vor den Kadi zögen. Die Freitags haben ja eine Häsin gekauft und einen höchstpotenten Bock bekommen. Wenn wir eine Falschberatung haben, dann haftet der Verkäufer dafür für Folgeschäden. Wenn wir einen Beratungsfehler haben, dann macht derjenige, der falsch berät beim Verkauf, macht sich schadenersatzpflichtig und dann muss der den Folgeschaden, nämlich hier beispielsweise neue Käfige, Heizdecken und dergleichen, die muss der bezahlen. Da könnten wir durchaus daran denken, hier Unterhaltsansprüche geltend zu machen für die Tiere und zwar für den Zeitraum, bis die eben ja, vielleicht weitergegeben werden. Unterhalt für ungewohnt.